Hallo Community, wir sind wieder von Trader Online Video. Julian. Tag. Und ich, der Micha. Und heute sprechen wir über Magic Universes Beyond Fallout. Viel Spaß mit den News. Trader. Mit uns hast du gute Karten. Wie immer starten wir aber erstmal mit den Gewinnern. Dann geht schon mal Glückwünsche raus an euch. Ja, sind ja ziemlich viele diesmal, ne? Aber für alle gilt natürlich wie immer, schaut unter den Gewinnerkommentar, euren Gewinnerkommentar des entsprechenden Videos. Da haben wir Informationen hinterlegt, wie ihr zu uns Kontakt aufnehmen könnt, um euren Preis abzuholen. Und für Facebook, da haben wir euch natürlich entsprechend angeschrieben. Ja, richtig. Auch zu diesem Video gibt es wieder eine Verlosung. Da nehmt ihr teil, wenn ihr den Kanal abonniert oder abonniert habt, das Video liked und kommentiert. Und von Ultimate Guard gibt es diesmal eine coole Boulder 100 Plus Solid Box und Cortex Sleeves gibt es noch oben drauf. Da wünschen wir euch schon mal wieder viel, viel Glück dabei. Jo, ne? Was ist passiert? Eine ganze Schranke, denn erstmal natürlich die Mord in Karloff Männer Unboxings. Ne? Und wer genau aufgepasst hat, hat gesehen, ja, dass ich diesmal gar nicht dabei war. Muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich natürlich stolz, dass jetzt der Stab weitergegeben wurde an die nächste Generation, dass du mit Jenna das zusammen da auch wirklich gut gemacht hast. Ne, nee, wir haben es ja nicht gemacht. Achso, ja, stimmt. Hugo und Jeanette haben es gemacht. Hugo und Jeanette haben da sehr adrett dabei. Und die haben mir gesagt, dass es auch ziemlich cool war. Achso, also, ja. Ja, okay, ja. Gut. Ja, Playbooster sind auch ziemlich genau, das, dann fangen wir mal an. Was wurde alles geunboxed? Playbooster-Display. Das ist natürlich entsprechend die spannende Sache. Was sagen Sie denn? Wie war es denn so? Ja, eigentlich ganz gut. Also kann man sich auch gerne mal angucken, auch erst recht am Ende, wenn wir nochmal alles auslegen. Waren dann irgendwie in dem 36-Booster-Display, ne, so 52 Rares. Und darunter dann halt immer so, ich glaube, eine Lupen-Artwork-Karte, eine von diesen Akten-Artwork-Karten, eine Borderless-Karte. Also ich finde, man zieht weniger natürlich Alternate-Artworks-Karten als im Set-Booster früher. Hm. Aber man zieht auf jeden Fall deutlich, also ich glaube, Multiplikator von 1,4 oder sowas. Ne? Also Man zieht schon öfter auch eine zweite oder auch mal eine dritte, kann auch eine vierte Rare sein. Vierte hatten die beiden jetzt mal nicht. Aber finde ich schon cool und auch erst recht im Sealed oder im Draft, das macht sich das auch bemerkbar. Das ist bei uns im Trading Card Superstore ja auch passiert, dass im Draft dann nachher einer irgendwie in seinem Booster dann irgendwie drei Mythics oder drei. Richtig, hatte ich auch schon gehört. Und ich habe auch gehört dann von den Spielern, dass es ziemlich gut sein soll. Also, dass es auf jeden Fall funktioniert. Schön. Und, da schön, gut angenommen schön. Wird. Ja. Ja, also für die Neulinge unter euch, es gab ja früher, also vor der Karloff meiner Edition, immer die Draft Booster und die Set Booster. Und der Play Booster ist der Mix aus beidem. Magic sagst du, der beste aus both worlds. So. Ja, ne? Aber es wird dann noch weiter geunboxt. Ne? Dann hat Hugo ein Pre-Release Pack geunboxt und sich daraus ein Deck gebaut. Ja, ja? Da ist auch ziemlich cool, da gibt es drei exklusive Promokarten in den Pre-Release-Packs, die auch alle ziemlich cool sind. Ja, die man auch nur da dann halt nur bekommen kann. Genau, ne? Ja, genau. Da wird immer so ein bisschen alles garniert. Ne? Und voll garniert ist dann natürlich das Sammler-Booster-Display, wenn es ein bisschen mehr blinky-blinky sein darf. Ne? Wie war das? Ja, hatte ja auch ziemlich cool. Ne? Also da sieht man natürlich dann halt die ganzen alternate Artworks, ne, die man im normalen Set dann nicht mit so sieht. Mit ganz viel Glück auch Karten mit einer Seriennummer, die durchnummeriert sind. Ne? Und das was natürlich auch in dem Set speziell ist, ist dann diese unsichtbare Tinte, sage ich jetzt mal. Ne? Das ist dann einfach sozusagen nochmal auf der Karte so eine kleine Mini-Folierung oder sowas, wo dann halt irgendein Text steht oder ein Rätsel oder was auch immer. Ne? Es ist ja auch witzig, ist ja das Detektiv-Set halt im Endeffekt. Ne? Das spiegelt sich aber auch sehr, sehr gut wieder in den Mechaniken und ja, dann habt ihr ja natürlich, es gibt vier Commander-Decks, die ihr alle geunboxt habt. Ne? Und wie sind die? Die sind auch sehr, also die gefallen mir auf jeden Fall. Und auch da hat Hugo mir erzählt, dass der Rare-Anteil einfach mal wieder mittlerweile immer über 50 Karten sind eigentlich Rares. Ich glaube, das schwarz-blaue Deck hatte nicht über 50, dafür aber ziemlich starke Karten und auch krasse Mythics. Ja. Aber da ging auch wirklich ein Deck über die 60 Rares hinaus und dann das sind das nur noch krass, irgendwie so 10 Kamps und dann halt diese Standard-Kamps wie Solarring, ja, wir sind einfach gut, Sonnenring. Ne?
ja, ne, und Befehlsturm, ja, und sowas. Also da auch als Tipp, selbst wenn ihr vielleicht das Commander-Format noch nicht gespielt habt oder so, ihr bekommt mit den Decks natürlich einfach einen Mega-Kartenpool. Ne? Also ja, schaut euch mal die Unboxings an, da sind wirklich immer in den Farben dann auch einfach sehr, sehr gute Karten drin. Und ja, aber Unboxing und ist ja, ja, natürlich die Commander-Decks auch so. Ein Commander-Deck mit verdeckten Kreaturen oder ein Commander-Deck mit Hinweisen gab es auch lange nicht. Ne? Ja. Also da gibt es jetzt auch mal wieder ein Commander-Deck für die Spielertypen, die das ziemlich cool finden. Ja, das ist halt das Besondere an der Edition. Ne? Die spielt sich halt wieder komplett anders als Ixalan zum Beispiel, ne? Und so, ja, weiter. Ja. Ne? Aber das Unboxing ist ja noch nicht vorbei. Ein Bundle wurde noch geunboxed. Ja. Da sind jetzt ja auch Playbooster drin. Da sind jetzt auch 9 Playbooster drin. Richtig, ja. Und, ja, und neu ist ja, dass auch Full Art Basics wie reguläre Basics drin sind. Ne? Genau. Ja, es sind 5 Full Art Basics in voll, 5 Full Art Basics sind non-foil, ja, und der Rest sind dann halt. Und die Playbooster sind jetzt 9 Stück, ne? Also genau, es sind 9 Playbooster. Dass man den Bundle auch draften kann. Also da wird immer so ein bisschen rum kreiert, ne, um das noch nutzbarer zu machen, so gesehen. Einziges Manko vielleicht ist, dass beim Würfel, der dabei liegt, dass da jetzt 2 Zahlen fehlen. Aber ja, das hängt aber nur das, mit dem Rätsel zusammen. Genau, ne? das ist ja bewusst, dass die, ja, 2 und die 16 fehlen, damit man sozusagen wie eine Lupe durch den Würfel durchgucken kann, um dieses Rätsel zu lösen, was da noch als, ja, Zettel bei ist. Ja. Und was ich natürlich könnt ihr auch mit dem Edding draufschreiben, mit so einem Fineliner dann nachher die Zahlen. Ne? Schade finde, was jetzt keine große Erinnerung ist, aber im Bundle selbst war vorher immer sozusagen so eine kleine schwarze Box, die du rausnehmen konntest, wo die Booster und die ganzen Karten drin waren. Das ist jetzt da nicht mehr. Das gibt, die Box gibt es jetzt nicht mehr. Ja. Dafür hast du so einmal so eine, ja, Papiertrennwand sozusagen. Ja. Einmal, aber, ja, die nimmst du einmal raus und schmeißt, ja, dann eigentlich weg. Ne? Das Highlight fand ich aber dann jetzt der letzten Tage, Releases, Veröffentlichung Worlds of Trader Online Video auf dem Kanal, ist aber dann natürlich das Commander Deck Tutorial Match mit Karteneinblendungen. Und Gerrit war mal wieder dabei. Grüße gehen raus. Da haben sich auch schon ein paar gefreut, ja, dass mal wieder Gerrit mal wieder im Video auftaucht, weil er hat ja damals mit den Quarantäne-Commander-Matches war er immer regelmäßig mit dabei. Ne? War so ein bisschen untergetaucht und wir haben ihn wieder geholt. Ja, ne? Richtig. Ja, und da haben wir es dann wurde es dann ja auch mal gespielt und ja, muss ich ein bisschen reingrooven, ne? Wie immer, weil die Thematik ist ja einfach eine andere. So, ja, ne? Ja. Aber ich fand's cool. Ja, hat Spaß gemacht. Commander-Matches, ja, sind immer ziemlich cool. Ja, war fast ein 3-Stunden-Match beinahe. So nachdem, da ging viel hin und her und so. Also schaut mal rein. Ne, könnt ihr euch gerne mal komplett geben. Ja. Ne? Gut. Ja. Darüber hinaus, aber natürlich noch weitere Reihe, die wir hier haben, sind die besten Magic-Karten ihrer Art. Und da haben wir uns jetzt mal an das Thema Menschen gewagt. Ne? Und davon gibt es viele, deswegen wird es davon 3 Teile geben. Und Teil 1 und Teil 2 sind auch schon entsprechend online gegangen. Und Teil 1 waren die, wir haben das in Themen untergliedert so. Und Teil 1 waren die aggressiven Menschen, wenn man, ja, ein aggressives Menschendeck baut. Teil 2 ist dann Value Generating. Und also Mehrwert generieren und so. Und Teil 3 wird dann Kontrolle sein. Aber der kommt dann in Kürze. Ja. Ne? Sind aber noch keine Karten von Morten Call of Manor drin. Da kann man natürlich auch mal nachgucken, weil, ja, wenn man sich für Menschen interessiert und sich die angeguckt hat, dann kann man auch gerne noch mal in das aktuelle Set reingucken, denn da sind nämlich, ja, auch noch mal ein paar ziemlich starke Menschen drin. Ja. Ja. Darum, ja, ansonsten wieder Community-Matches aus dem Trading Card Superstore. Ne, die Weihnachtspause, die Winterpause ist ja vorbei. Wir legen wieder voll los. Ne? Das heißt, ihr habt da Commander-Matches, diverse, mal pre-constructed, mal selbstgebaute Matches und natürlich ganz viele Pre-Release-Deck-Duelle. Die wollten wir euch mal geben, dass ihr einfach mal ein bisschen so merkt, weil manche sagen ja, Call of Manor weiß ich noch nicht so wirklich, dass ihr einfach mal ein bisschen mal so ein Gespür dafür bekommt, weil die Edition spielt sich wirklich gut. Das, oh, ist das Schöne, oh, dabei. Ne? Also es zockt sich wirklich gut. Man hat einfach diese Fähigkeiten in dieses Detektiv-Thema so reingewoben. Ne? Man kann ja sagen, komm, die Story, die ist jetzt nicht so interessant für mich oder so, aber die Fähigkeiten der Karten sind sehr, sehr gut. Das greift sich sehr, sehr gut ineinander. Und das bringt mich zur Überleitung, dass wir jetzt ja auch schon wieder anfangen, unsere üblichen Serien zu bestücken, nämlich die Einsteigerdecks. Da hast du dein Einsteigerdeck schon vorgestellt. Ne, nach dem Motto, Magic-Spiel muss nicht teuer sein, bauen wir uns jetzt zu jeder Hauptedition immer auch Decks nur aus den gewöhnlichen Karteneditionen. Deckbau-Videos gehen online, Duell-Videos gehen online und dann geht das Ganze nochmal mit Full Power los, wo wir dann voll Zugriff haben auf alles mit der Edition. Yeah. Aber dein Einsteigerdeck, welche Farben spielst du? Ich spiele Rot-Schwarz. Okay. Und das ist natürlich auch wieder das Schöne in jetzt in dem aktuellen Set, ist halt einfach, dass du. Du hast ja diese 10 Gilden vertreten. Ja, ne? in zwar nicht jetzt wirklich spezialisiert sozusagen darauf, ne? Also sie werden jetzt nicht so thematisch richtig angehaucht, aber du hast ja trotzdem diese 2 Farbkombinationen. Ne? Ja. Also und da hast du natürlich dann auch die ganzen bekannten Charakter wieder drin. Ne? Jetzt in Rot-Schwarz natürlich Rakdos beispielsweise. Ja. Ne? Und
Finde ich einfach, ist meine Lieblingsfarbkombination und finde ich halt, hat richtig Spaß gemacht, jetzt sich das Deck zu bauen. Und da hat in diesem Set, jetzt in Mortal Call of Manor, hat halt Rot auch so ein paar richtig schöne Schussspells wieder. Ja. Hat mir sehr gefallen. Okay, gut. Also sehr, sehr cool. Ja, ne, schaut da gerne auch nochmal rein und weitere Videos kommen dazu ja noch. So, jetzt steht bei mir als nächstes Hinweis auf die wöchentlichen YouTube Shorts. Ja. Da hast du mit Jenna ja auch so eine Reihe gemacht, die sich wirklich um den Mord in Call of Manor dreht, thematisch praktisch. Ja, und so ein bisschen, ne? Wir schauen mal kurz rein. Na, Jenna, was machst du gerade? Ich sortiere meine Mord in Call of Manor Karten und dabei ist mir aufgefallen, der verstohlene Mitmischer hat zwei unterschiedliche Artworks. Aber ist bestimmt nur ein Druckfehler. Nein, das ist kein Fehler. Das ist ein Hinweis auf den Mörder in Call of Manor. Du hast recht, ein roter und ein weißer Vorhang. Beide sind doch Farben in Magic und ergeben zusammen die Gilde Boros. Wer ist der Anführer dieser Gilde? Es ist Aurelia. Könnte sie so mit die Mörderin dieses Falles sein? Nein, ich glaube nicht, das war zu einfach. Ich muss noch einen Moment nachdenken. Ich weiß es! Ich weiß, wer der Mörder ist! Du hast es also erkannt. Ich bin der Mörder. Ja, da sagt man, okay, gut, alles klar, cool. Ne? Und ich fand sie sehr witzig. Ne? Also, speziell. Speziell. Sehr speziell. Ne? Diesmal, sonst, ja, aber es ist auch eine spezielle Edition. Dann machen wir speziell sein. Ne? Ja, ansonsten Twitch-Streams. Laufen wir uns immer freitags ab ca. 20 Uhr und samstags ab ca. 11 Uhr, je nachdem, welches Format gerade dran ist. Da könnt ihr immer gerne mit dabei sein und interagieren. Ne? Und das erstmal zu dem Überblick und jetzt mal der Überblick der Kommentare, da haben wir was rausgegriffen. Ja, da haben wir eure Reaktion zu den letzten News, Mod in Call of Manor, Spoiler XXL von Finn. Bin mal sehr gespannt, wie die Playbooster so werden. Hoffe, dass dies eine sinnvolle Veränderung für Magic ist. Dankeschön für dieses schöne Infovideo. Zero Epic, sehr interessantes Setting, bin auf die Playbooster gespannt. The Canucks-Fan, bin sehr gespannt auf das Set, ist mal was anderes. Oliver Hegemann, bin mal wieder super erklärt und gezeigt. Erst dachte ich, das wäre nichts für mich und jetzt will ich es auch haben. ich kann mich kaum noch entscheiden, was ich mehr will, Warhammer oder Magic. Reed schreibt, guten Morgen, ich freue mich schon auf das Set und vor allem auf die Commander-Decks. Und Neko, ich bin sehr auf eure Unboxings der neuen Playbooster gespannt und freue mich wieder riesig auf euer Commander-Match. Bei jedem neuen Set eins meiner Highlights. Ja, ne, da sieht man auch so ein bisschen, das ging so durch die Kommentare, dass viele sagen, so mal gucken, wie die Playbooster sich anfühlen und so, ne, und die funktionieren. Also ja. Haben wir beim Match ja auch schon gemerkt, ne, also insofern, ja, und ansonsten haben wir ja die Unboxings jetzt online, also schaut einfach mal rein, so gesehen, und natürlich das Commander-Match, da haben viele drauf gewartet, viele nachgefragt, kommt das denn, wann kommt das denn und so, ist jetzt ja auch online, also da. Aber das machen wir jetzt immer praktisch zu jedem Commander-Deck-Set kommen auch dann solche Matches mit Gartenanwendung. Richtig. Ne? Ja. Und das nächste wird ja dann Fallout sein. Freue mich auch schon mega drauf. Das wird richtig cool. Aber kommen wir natürlich gleich zu. Kommen wir gleich zu, sind wir auch gleich schon da. Nächster Block hier bei den News. Event-Tickets und bestellen und mitmachen. Ne? Die März-Tickets für Events im Trading Card Superstore sind online und da habt ihr wieder eine breite Palette, ne, von Special-Events wie auch wieder und auch wieder ganz normal Commander-Events. Also da muss man teilweise ein bisschen schnell sein. Ne? Also deswegen da der Hinweis. Immer zur Mitte des Monats gehen die Tickets für den Folgemonat online. Ja, dann habe ich einen Punkt. Vorverkauf läuft tatsächlich auch schon für das nächste Magic Hauptset. Das geht ja immer Attacke, Attacke, Attacke. Jeden Monat gibt es was Neues. Und zwar wird es dann geben Outlaws von Thunder Junction. Ein Western-Set. Ist regulärer Release 19. April. Bei Trader kriegt das, weil das ja wieder, auch wo es auch Pre-Release-Events zu geben wird, ne, wieder so, so ein Set. Dann wird es bei Trader wieder einen Early-Sale schon geben können. Also das, da dürfen wir es ab dem 12. April euch schon zur Verfügung stellen. Keine Ahnung wieso, aber ich freue mich schon so mega auf dieses Set. Ja? Irgendwie, ich kann mir zwar noch nicht so richtig was darunter vorstellen, aber auch wieder doch schon etwas. Und ich glaube, das wird richtig witzig. In den nächsten News werden wir mehr darüber erzählen. Ne, ich freue mich auch schon drauf, aber jetzt kommt natürlich erstmal was Neues. Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja das Coole, dass Magic einfach immer verschiedene Welten bereisen kann. Ja. Ne, und ich bin ein Fallout-Fan und unser Thema heute ist natürlich jenseits des Multiversums Fallout. Kommt am 8. März und ich freue mich da mega, mega drauf, muss ich ehrlich sagen. Ist auch ein cooles Universum, definitiv. Wir nehmen uns mal die
offizielle Ankündigung von Wizards of the Coast mal zur Hand. Die ist zwar schon ein bisschen älter, aber wir wollen auch die Themen dann wirklich dann behandeln, wenn sie praktisch aktuell werden. Also wenn wir sagen können, okay, jetzt haben wir uns gerade erstmal irgendwie hier, wir sind erstmal zu Gange und bespielen hier zu Hause unsere Mordin Call of Männer Karten. Was kommt denn als nächstes? Und das nächste ist dann jetzt Fallout. Richtig. Na? Deswegen ja. Sprechen wir da jetzt drüber. Ja, und dann gehen wir das mal durch. Ne? Also, Wizards schreibt, freu dich auf die Entfesselung einer legendären Zusammenarbeit. Magic the Gathering trifft Fallout. Diese am 8. März 2024 erscheinende, noch nie dagewesene Zusammenarbeit erforscht die postnukleare, dystopische Roleplaying-Game-Welt von Fallout im Rahmen des Gameplays von Magic the Gathering. Bam. Ne? Yeah. Also, ich habe Fallout 3 durchgespielt, muss ich sagen. Ich bin da ein Fanboy. Du hast Fallout... Ich habe 4 angespielt, ja. Nicht durchgespielt. Bist nicht hängen geblieben, weil... Weiß ich nicht. Ist dann wieder andere Games kamen. Richtig, genau. Ja, okay. Einfach so viel los. Ja gut, okay, gut. Ne, aber ich glaube, ich schnupper noch mal rein. Also ist definitiv eine super Spielwelt. Es wird ja auch sogar eine Fernsehserie jetzt dazu kommen. Die kommt so ungefähr, glaube ich, zeitgleich auch mit dem Release. Das wird auch noch mal einen richtigen Fallout-Hype, glaube ich, geben oder so. Die oder man kann einfach dann Fallout total feiern. Und ich finde die Umsetzung, also man muss ja gucken, dieses Universes Beyond ist ja einfach so wie Monopoly Star Wars oder was, dass man einfach dann Magic in dieser anderen Welt spielt. Ja. Und das haben sie bei Herr der Ringe super hingekriegt. Das haben sie auch bei Dr. Who, haben sie es auch gut hingekriegt, wobei ich jetzt kein Dr. Who-Fan bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Aber ich bin Fallout-Fan und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, boah. Also Herr der Ringe, Commander Decks waren mega, habe ich richtig gefühlt. Ich glaube, Herr der Ringe, Commander Decks sind auch so mit meine Lieblings-Precon-Decks überhaupt. Also, wenn du die Filme so unfassbar toll. Genau wie jetzt einfach, wenn man dann das Videospiel gespielt hat oder dann nachher die Fernseher, man fühlt die Charakter einfach oder die Welt. Also, das ist einfach schon, das haben sie schon vom Design her sehr, sehr gut hingekriegt und das werden sie jetzt offen gekriegt. Wir gehen jetzt auch nicht zu tief rein, weil es gibt schon Leaks und sonst irgendwas, aber wir werden natürlich auch die Produkte dann kurz vor Release dann unboxen. Und dann gehen wir wieder entsprechend dadurch. Da werde ich beim Unboxing auch dabei sein, also wir beide machen das dann, richtig, weil ich muss das auf jeden Fall machen, ich feiere das. Gut, aber dann gehen wir erstmal in der Ankündigung weiter. Magic the Gathering Fallout enthält Elemente aus allen Fallout-Spielen seit 1997 und stellt die erste moderne Sichtweise auf eine der klassischen Fallout-Spiele dar. Einschließlich die Aktualisierung von Charakteren und Schauplätzen aus Fallout und Fallout 2. Wir hoffen, den energiegeladenen, actionreichen, postnuklearen Roleplaying-Game-Wurzel von Fallout Tribut zollen zu können. Egal, ob du dich auf die Seite einige der berühmtesten Charaktere von Fallout schlägst oder als Überlebender des Vault gegen Banden von Plünderern, Supermutanten, verstrahlten Monstern und Vorkriegsroboter antrittst. Das Leben im Ödland wird nicht einfach sein. Und dieses Worldbuilding ist einfach so super, ne? Dass du eigentlich ja sagst, alles ist total hier postapokalyptisch, alles ist zerstört oder so. Aber du hast eigentlich diese positive Energie, ne? Irgendwie auch hier, dass du sagst, ach, eigentlich die Menschheit will mit Atomenergie in so eine goldene Zukunft irgendwie rein. Ja. Und dann klappt das halt alles nicht. Ne? So irgendwie, ne? Gut, aber fangen wir mal an mit den Commander Decks. Ne? Es gibt 4 Commander Decks, die jeweils auf einem anderen Thema basieren. Aggressive Überlebende wird ein rot-grün-weißes Deck sein, mit dem bravsten aller Hunde, Dogmeat als Commander. Konzentriert sich dieses Deck auf das Plündern von Werkzeugen, Speisespielsteinen und Verbündeten. Es führt auch Altmetall-Spielsteine ein, die geopfert werden können, um Karten zu ziehen. Wenn du gerne Spielsteine spielst und deine Kreatur mit Auren und Ausrüstung ausrüstest, dann ist das richtige Deck für dich. So, ne, also... Aggressiv, das klingt ja schon mal nach meinem Playstyle. Ja, du kannst ja auch dann... Wir sehen es ja beim Unboxing dann nachher auch nochmal, ne? Ja. Aber einfach, du hast mittlerweile ja auch so viele... Spielmechanismen in Magic, ne, dass man einfach das sehr, sehr gut auf so eine andere Welt projizieren kann, finde ich. Ja. Ne? Ja. Okay, Mutantenbedrohung ist das schwarz-grün-blaue Deck. Das sagt, wenn du etwas anderes suchst, dann versuch es mit dem Deck Mutantenbedrohung, das die gefährlichsten und seltsam mutierten Kreaturen von Fallout enthält. Wie zum Beispiel den Commander dieses Decks, den weißen Mottenmann. Spiele Kreaturen und verstärke sie dann mit Marken und führe Wucherung durch. Verstrahle dich und deine Gegner mit den neuen Verstrahlungsmarken, Marken für Spieler, die dir Schaden zufügen. Das hast du ja in dem Spiel halt auch und so. Das wird auch schon wieder cool sein, so einfach. Okay, also, ja. Ne, also, Marken legen ist auch immer richtig spaßig mit Wucherung. Ich denke einfach, dass, ich
werde, glaube ich, einfach mehrere von den Decks irgendwie spielen wollen. Das wird so richtig großartig, wird das. Ist tatsächlich auch wirklich also eins meiner Lieblingsreleases dieses Jahr, wo ich mich schon so lange, bei der Ankündigung war ich schon totaler Fanboy. Ne? Ja. Okay, Ave Caesar, Rot-Weiß-Schwarz. Es gibt auch das Deck Ave Caesar mit dem berüchtigten Caesar aus der Serie als Commander. Diese Themen des Decks drehen sich um den Anführer militanter Fraktionen und ihre Soldaten, sowie um Plünderer des Ödlands. Sei aggressiv mit einer Armee von Kreaturenspielsteinen, die dir mit Hilfe der Truppenmechanik ermöglichen, zusätzliche Spielsteinkopien von Kreaturen zu erstellen. So, ne? Eigentlich so wieder schönes, klassisches Magic hier, zack. Oh. Ne? Alle Decks sind richtig cool. Die Warhammer Commander Decks habe ich gerade gar nicht erwähnt. Wir hatten ja Warhammer Commander Decks. Die gab's auch. Die waren auch richtig, richtiger Tyranniden. Seller und so richtig stark auch einfach. Ne? Also unglaublich starke Decks haben. Die Community hat die auch richtig gesuchtet. Sagen. Ne, jetzt bin ich kein Warhammer-Spieler. Ich muss gerade an den Kommentar denken gerade. Also da, sorry, ihr könnt ja praktisch auch jetzt, wenn ihr Warhammer-Fans seid, auch Magic Warhammer spielen und so. Ne? Gibt's auch. Ja. Man kann ja alles miteinander kombinieren. Also ihr könnt ja wirklich auch dann irgendwie andere Karten adden, wenn ihr das Deck irgendwie personalisieren wollt oder so. Da ist ja alles möglich. Ne? Wissenschaft ist das vierte Deck. Blau, Weiß, Rot. Also schließlich haben wir unser Deck Wissenschaft, das sich auf Hightech-Energiewaffen, Wissenschaftler, Synths und Vorkriegsroboter konzentriert. Mit Dr. Madison Lee als Kommandeur spielst du Artefakte, um Energie zu erzeugen. Eine wiederkehrende Mechanik, die zu Fallout passt. Und Energie kam aus Kaladesh und Aether Rebellion. Das waren noch Zeiten. Da habe ich so circa angefangen. Ja, also das war so das erste. Werden manche, gerade die neuen Spieler von euch, noch nicht kennen, ne? Ist aber eine richtig coole Fähigkeit, muss ich sagen. Also, und auch da wieder, man spielt dann Magic einfach wieder auf eine andere Art und Weise. Und hier jetzt nochmal Story-basiert. Ne? Aber gerade diese Ready-to-Play-Decks, die sind ja auch vom Balancing so aufeinander designt oder so. Also es wird schon alles gut funktionieren und jedes Deck wird sich wieder komplett anders spielen. Ja. Da kann man sich dann als Spielertyp auch wiederfinden. Also wir gehen ja in den Unboxings nochmal tiefer drauf ein. Dann könnt ihr auch nochmal gucken, irgendwie was da mehr zu euch passt oder so. Das war jetzt ja schon mal so eine grobe thematische Übersicht. Ja, aber es gibt noch ein Collector-Booster-Display. Oder Collector-Booster. Das, das ist natürlich total crazy. Richtig. Und die sind limitiert. Das kann man schon mal sagen. Commander-Decks sind natürlich auch limitiert, aber die Collector-Booster-Displays, die kommen ja nicht so stark in den Markt, wie ich es eigentlich oder erhofft hätte, so nach dem Motto. Ne? Also da werden gefühlt die Preise auf jeden Fall auf Sicht auch anziehen, weil Fallout auch eine große Fangemeinde einfach hat und weil hier einfach auch wieder coole Artworks drin sind, die man in den Commander-Decks halt nicht hat, aber wenn du es einfach dann spezialisieren willst, dann ist ja die Sache bei den Sammler-Boostern, dass du einfach dann nochmal so richtig coole Special-Artworks kriegst. Ne? Und da schauen wir mal kurz rein. Ne? Bist du in der Stimmung, ein paar tolle neue Kartendrucke zu plündern? Dieses Set enthält Sammler-Booster mit Spaß der Booster-Option, die jeder Oberflächenbewohner genießen kann. Der erste ist der Pip-Boy-Kartendruck, der auf 26 Karten zu sehen ist. Davon 9 neu aufgelegte Karten mit alternativen Kartentiteln und neuen Installationen. Die sind als nicht voll traditioneller Foil- und Search-Foil-Kartendruck zu finden. Ne? Und wir haben hier einmal solche Karten wie zum Beispiel irgendwie Dogmeat oder so. Ne, Pip-Boy ist ja dieses Anzeigegerät, ne, was dann dieses grünen Monitor-Design da irgendwie hat und so. Ne, und das kennt man halt, wenn man das Videospiel spielt. Ne? Ja, das ist halt dann einfach natürlich irgendwie für Fans ist das dann cool, ne, irgendwie, weil du es halt so machen kannst. Ich bin, aber muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde, die Artworks sehen alle super aus. Also ja, also ich finde es tatsächlich cool, nochmal cooler hier. Die neu aufgelegten Fallout Vault Boy Karten können auch in Sammlerboostern gefunden werden. Ja. Mit insgesamt 9 neu aufgelegte Karten ohne Rand im Fallout-Stil, die als nicht voll traditionelle Fallout- und Search-Fall-Karten haben sind. Und da muss ich ganz ehrlich sagen. Dieses Maskottchen hier, dass man aus diesen ganzen Werbespots dieser Vault Boy, das ist ja einfach dieses, Atomenergie ist so gut und so. Ja. Oder ach, wenn irgendwie das passiert, du dies und jenes oder so. Weil Fallout ist ja wirklich auch unter anderem, also ist ein sehr gutes Rollenspiel, also kann ich absolut empfehlen. Hat eine gute Story-Tiefe. Kann aber auch natürlich auch knallhart sein. Ne? Also das heißt, irgendwie gerade in Fallout 3 da irgendwie diese Zeitlupe, wenn du da irgendwie Körperteile wegschießen kannst und so, das war natürlich schon krass. Ne? Und dann hast du immer diese Auflockerung mit der Musik so lalala, ne? Und dass irgendwelche Sachen jetzt mit dem Wort bei mir hier ne? Alles gar nicht so schlimm und so, weißt du, alles cool und so. Ja. Ne? Und hier Wasteland zum Beispiel finde ich super. Und sagt so, ja, ist halt draußen so ein bisschen, ne, irgendwie, ja, ein bisschen Strahlung, ist ein bisschen heiß und so, muss halt vorsichtig sein und so. Und dass es alles so lustig dargestellt wird, ne, das heißt, das kann man natürlich wunderbar sammeln, finde ich total cool. Finde ich auch mega. Ja.
So, auch in dem Magic the Gathering Fallout Commander Decks kannst du mit nicht Vollstandardländern rechnen, von denen 5 isometrische Landschaften, wie in den klassischen Fallout-Spielen, darstellen. Diese sind traditionelle Vollkarten und Search-Vollkarten in Sammlerboostern erhältlich. Und auch die, muss ich sagen, finde ich nice. Also ist halt einfach so, ja, du kriegst halt das ganze Paket. Ne? Ja. Also die machen sich halt wirklich Gedanken und das ist ja auch sinnvoll, da dann keine regulären Basic Lands reinzubringen, sondern einfach, ja, so cool, es gibt einfach diese Stimmung. Die sehen auch wirklich ziemlich cool aus. Also, ja. Meine Güte, die holen mich echt ab. Ja, ist schön. Ja, ne? Sehen wirklich mega detailreich und schön aus. Ansonsten haben wir auch wieder Artwork-Karten mit erweiterten Kartenrandkern zurück. Ne? Ja, sowas kennen wir ja schon. Ne? So, aber ein Highlight ist ja immer jetzt auch neu, dass man serielle Karten ziehen kann. Das ist ja einfach dieses, ne, also dass einfach gezielt auch Werte platziert werden, weil serielle Karten sind halt wirklich unglaublich selten. Ja? Richtig. Und ja, die Welt ist groß. Das heißt, es werden sich Sammler verstecken, zu sagen, hier, ich bin da Fan und ich möchte, das ist passiert halt einfach. Ne? Und ja, dazu sagt Wizards, schließlich werden die Wackelpuppenkarten mit Seriennummern versehen. Es wird 7 Karten mit je 500 Exemplaren mit Seriennummer geben. Die Wackelpuppenkarten mit Seriennummer sind mit dem Doppel-Regenbogen voll Kartendruck versehen. Ja, und da ist aber das Schöne, wenn ihr davon eine zieht, dann seid ihr schon mal definitiv lucky. Ja. Kann man richtig so sagen. Ne? Das also auf jeden Fall. Definitiv. Ja, es wurden noch ein paar weitere Karten gespoilert, aber auf die brauchen wir an dieser Stelle jetzt nicht so weiter eingehen, denn die Unboxings sind ja nicht mehr so weit entfernt. Ne? Aber großartig. Finde ich auch mega cool. Also holt mich auch total ab. Ja. Finde ja. ich. Also thematisch super. Die Artworks sehen, also haben sie wirklich gut eingefangen. Ich finde so, auch nochmal, wenn wir nochmal kurz den Bogen zurückspannen zu jetzt Morten Karloff Manor oder so, also der Hersteller von Magic sagt ja selber, wir geben euch praktisch so eine Menükarte, da isst man auch nicht das ganze Menü weg, sondern pickt euch das raus, was euch gefällt oder so, man kann alles miteinander kombinieren. Es gibt ja bei Magic auch unterschiedliche Formate, ne? Wie zum Beispiel hier bei Trader im Trading Card Superstore machen auch immer unterschiedliche Formate, um auch extra Einsteiger von Fortgeschrittenen zu trennen und so, dass das ne, alles zusammen passt und so. Am Küchentisch habt ihr sowieso eure eigenen Regeln, könnt jo. Alles miteinander kombinieren. Da können also wirklich ein Fallout Commander Deck gegen ein ja, Herr der Ringe Commander Deck oder ein Warhammer Commander Deck gegen eine Tyrannidenarmee rennen. Das ist total egal, ne? Aber Hauptsache ihr habt Spaß. Ne? Und Magic ist halt einfach ein super Spiel, muss man ganz ehrlich sagen. Richtig, das halten die immer fresh, ne? Also dass man da wirklich seinen Spielstil auch wiederfinden kann oder so. Oder dann einfach sagen, ach guck mal, ich kann hier sammeln, ich kann das personalisieren oder so. Ne? Weil ihr könnt ja auch irgendwie zum Beispiel hier so ein Wasteland, wie gerade aus dem Collector Booster, sagen, ey, das packe ich in meinen eigengebautes Commander-Deck rein oder so, weil ich fühle das halt einfach. Ja, so. Ja. Also das ist dann also schon sehr, sehr cool. Sammelbarkeit ist da, weil natürlich einfach auch limitiert Akzente gesetzt werden und auch generell diese Universes Beyond-Artikel immer One-Shot-Artikel sind. Ne? Das heißt irgendwie, ich weiß nicht, ob das an Lizenz liegt oder irgendwas oder so, aber das heißt, die kommen, halt, die kommen halt nicht nochmal nach. Ne? Also genau wie die Herr der Ringe-Decks oder so, die kamen einmal. Ne? Dieses Jahr kommen einmal die Fallout Universes Beyond Sachen und die kann man sich als Fanboy einfach gut kaufen, wegstellen, Spaß mit haben. Nach richtig. Dem Motto, ne? Ja, ja. Oder wenn du weißt, da ist ein Fallout-Fan in der Welt, der ein guter Freund ist, oder so, wird sich da definitiv drüber freuen und darüber vielleicht einfach mal Magic kennenlernen. Ja. Wobei Commander ja ein bisschen schwierig ist, ne? Aber Fallout ist ja auch ab 18, also mal checken. Ja, ich bin auf jeden Fall mal sogar sehr gespannt auch auf die Collector-Booster, wie die sein werden. Ja. Weil die werden ja wieder so aufgebaut sein wie in, dem letzten Set, also in dem letzten... Karl of Manor jetzt. Nein, wie in dem letzten Drain. Special Set, Doctor Who. Ja. Na, da waren ja auch, das dann, genau, da waren ja dann auch in den Collector-Boostern wirklich, konnte man ja bis zu 14 Rares oder so ziehen. Und das wird ja auch jetzt hier in Fallout wieder sein. Darum bin ich mal gespannt, weil ja eine Commander-Edition hast. Richtig, ne? Genau, weil du ja die Commander-Decks hast. Und da sind ja wirklich, wie ja schon mittlerweile Magic in jedem Deck, eigentlich immer 50 Rares plus drin. Ja. Darum hast du dann in den Collector-Boostern auch total viele Rares. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie viele alternate Artworks man dann auch da zieht. Also wie
Sagte ich ja gerade schon. Die das, Anzahl das, ist. Das ist ja auch praktisch wie jetzt bei den Modern Call of Mana Commander Decks. Die hatten einfach eine gute, also ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja. Ne, du kriegst einfach mega viele Rares da reingeschmissen oder so, die ja alle stark sind. Sonst wären sie ja früher nicht rare gewesen. Auch wenn die meinetwegen teilweise so ein bisschen in Anführungsstrichen aus der Zeit gefallen sind oder so, dass sie heute vielleicht nicht mehr rare wären, wenn sie jetzt neu kommen würden, weil der Power Creep, der Level geht ja immer höher. Aber die passen thematisch natürlich einfach gut da rein. Ja. Ne? Und da sieht man auch, dass die Spielstärke schon da ist. Ne? Also ist schon cool. So, aber jetzt genug drüber gelabert, weil halt doch eine längere News, als ich dachte, weil so viel passiert war auch. Stimmt. Ne? Und auch da nochmal ganz kurz, wenn ihr euch noch nicht an die Playbooster und dann Mord an Call of Mana rangetraut habt, probiert das mal. Ist ein super Set. Ne? Also man muss einfach da wirklich, ja, oder schaut euch unsere Spielvideos an, dann kriegt ihr ja so ein Feeling dafür, wie sich das zockt oder so. Also ist richtig gut. Ne? Das ist einfach nur dieses, ich war auch skeptisch, als es heißt, das ist jetzt ein Engel mit einer Lupe, der ein Detektiv ist. Also sagte ich, was ist das denn? Ne? Aber ja. Es spielt sich halt einfach cool. Ne? Die Fähigkeiten sind einfach cool. Die Edition ist schon gut, hat ein unglaublich Power-Level, die Commander-Decks auch, war richtig geil. Und Fallout wird es nochmal toppen, definitiv. Wird auch ziemlich nice. Wird richtig super. Gut, aber dann seid ihr jetzt dran. Ist das Bällchen bei euch, ne? Also wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Schreibt eure Feelings in die Kommentare. Bin mal sehr gespannt, was hier die Community sagt. Wie groß ist denn der Hype-Faktor auf Universes Beyond Fallout? Ist der so wie bei mir oder bei dir auch, ne? Oder ist der vielleicht sogar noch größer oder ist er irgendwie gar nicht da oder so? Ne? Schreibt es mal rein, bin sehr, sehr gespannt. Ja, und wenn das noch nicht habt, dann unterstützt das natürlich mit einem Abo. Lasst ein Abo da, 75.000 Abonnenten hat der Kanal schon. Danke, danke, danke. Ne? Let's also ist eine, go! Ja, ja, mega spannende Reise hier gemeinsam. Ne? Also macht auch wirklich echt Spaß. Ne? Und auch immer die neuen Gesichter, die uns hier besuchen kommen im Trading Card Superstore und einfach sagen, wow, cool und so. Wir haben echt eine coole Community hier vor Ort. Ne? Und ja. Gehen auch nochmal Grüße an alle raus, die dann sich einfach eine Übernachtung gönnen, dass sie sagen, komm, ich hole mir ein Ticket für Freitag. Übernachte hier in schönen Regen im Münsterland, Nordrhein-Westfalen und Samstag wird auch nochmal gezockt oder so und da sind alle gut drauf. Ne? Und du kannst mit Magic auch eine super Zeit haben. Ne? Das also, sowieso. Ja, ihr definitiv zu Hause auch. Ne? Also und wenn ihr noch frisch dabei seid, dann suchtet mal den Kanal leer, denn wir haben ja diverse Formate. Neben den Unboxings gibt es ja noch Frag den Judge, wo ihr Regelfragen auch stellen könnt. Wie gesagt, Spielvideos auch mit Kartenanwendung oder von der Community, die besten Magic-Karten ihrer Art und whatever. Alles Mögliche. Ja? Alles Mögliche. So. Alles klar, willst du noch was sagen? Nö, also außer, dass ich mich freue, aber ich glaube, das habe ich schon oft genug gesagt jetzt. Alles klar, dann sind wir raus und wünschen euch eine schöne Zeit mit Magic the Gathering. Natürlich immer noch erstmal auch ganz klar mit Mord in Call of Mana und viel, viel Vorfreude auf Fallout. Bis dann. Tschüss. Ciao.